CDU/CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf die Unionsredezeit würde ich es ein bisschen schwäbisch machen, Herr Präsident. Nicht schwätzen, sondern schaffen. Und das heißt im Baubereich einfach bauen, 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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit dem neuen eigenen Ausschuss haben wir doch ein Zeichen gesetzt, dass wir die Baupolitik, dass wir die Wohnungspolitik, dass wir die Stadtentwicklung in einen neuen, besonderen Fokus stellen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseres Koalitionspartners, altbewährt und bekannt, auch in ihrer Art, Debatten mitzugestalten. Wir haben uns verständigt darauf, für den sozialen Wohnungsbau mehr Geld auszugeben als Bund, nachdem ja insbesondere auch von Ihnen regierte Länder, lieber Kollege, das nicht immer so hinbekommen haben, wie sie es eigentlich hätten sollen. Und wir sind uns einig, dass wir eine Sonder-AFA machen, dass wir das Baukindergeld machen. Das heißt, wir setzen Impulse. Und gerade beim Baukindergeld, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir ja auf unserer Klausur die ersten Eckpunkte beschlossen und damit bestätigt. Was wir wollen, heißt Wohneigentum auch für junge Familien. Was wir wollen, ist ein Teil von Generationengerechtigkeit, weil wir glauben, dass Eigentum jeder Generation zur Verfügung stehen soll. Wir kümmern uns um Bauflächen. Das wird eine ganz große Herausforderung, das Bauland überhaupt zu bekommen, damit wir preiswert bauen können. Wir müssen verdichten. Wir müssen uns auseinandersetzen mit der Frage der Brachen. Wir müssen uns auseinandersetzen, wie wir Ortskerne revitalisieren, wo wir große Flächen haben, ohne dass wir wertvolles Ackerland immer wieder neu antasten müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wesentlicher Punkt dieser Politik ist die Städtebauförderung. Städtebauförderung heißt gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, in Metropolen und in allen Regionen und Landesteilen. Und deshalb ist es richtig, dass wir auch hier mit einer Summe von 1 Milliarde wieder einsteigen. Wir müssen aber bei den Programmen die Schwerpunkte überprüfen und gegebenenfalls auch anpassen, weil sich die Gesellschaft verändert hat, weil sich das Zusammenleben verändert. Und deswegen darf ich nur darauf hinweisen, dass es uns auch wichtig ist, in den Städten und Gemeinden, dort, wo die Menschen zusammenleben, dort, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, dort, wo das gesellschaftliche Leben stattfindet, dass wir dort die kommunalen Einrichtungen stärken, dass wir sanieren, dass wir Sporthallen, Schwimmbäder, Kultur, Jugendzentren, Theater, dass wir all das nicht außer Acht lassen, wenn wir davon reden, unsere Städte zu vitalen Zentren unseres gemeinschaftlichen Lebens zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen die Schwerpunkte, richtige Schwerpunkte, mehr Wohnraum, bauen, 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 die eigenen vier Wände, bauen, 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 Stadtentwicklung, bauen, bauen, bauen und das alles für mehr Lebensqualität. Dankeschön. Letzter Redner in dieser Runde ist der Kollege Klaus-Dieter.